Jim Walk hat sich ein Video über die Charlotte Hornets gewünscht, also kommt heute eins. Wenn auch ihr einen Wunsch habt, schreibt es in die Kommentare und damit kommen wir ohne lange Umschweife zum heutigen Thema. Wie LaMelo Ball die Charlotte Hornets relevant und zu einem Must-Watch-Team dieses Jahr gemacht hat. Und außerdem geht es darum, wieso die Charlotte Hornets eine rosige Zukunft vor sich haben. Let's go! Starten wir erstmal mit einem generellen Überblick, wie die Hornets aktuell stehen. Aktuell sind sie auf dem 6. Platz mit einem Rekord von 20-18, einem Ergebnis, das ich vor der Saison nicht erwartet hätte. Und dafür muss ich mich entschuldigen, vor allem bei LaMelo Ball, zu dem ich gleich nochmal genauer komme. Die Hornets sind trotzdem kein überragendes Team, sie stehen weder im Defensive noch im Offensive Rating besonders gut oder besonders schlecht da. Um genauer zu sein, auf Platz 15 bzw. Platz 16. Also wieso genau sind die Hornets dieses Jahr eines der gehyptesten Teams der aktuellen Saison? Ganz einfach, sie haben die besten Kommentatoren der NBA. Rozier. Nein. Kleiner Spaß, aber naja, stimmt trotzdem. Die Hornets spielen einfach unfassbar ansehnlichen Basketball, bringen unfassbar viel Potenzial mit und sorgen gefühlt jedes Spiel für Highlights, Monster-Dunks, Game-Winner. Und den Hauptgrund für diese Entwicklung kennen wir alle und das ist der absolute Rookie of the Year Frontrunner LaMelo Ball. Das ist wohl der Zeitpunkt, wo ich mich entschuldigen muss. Ich habe vor der Saison eine Analyse über ihn gemacht, die hier oben auch nochmal verlinkt ist. Und ich habe nicht so richtig an ihn geglaubt. Seine Effizienz und seine Defense waren einfach zu fragwürdig. Und ich dachte, er braucht länger, um sich in der NBA einzufinden. Aber hell nah, er brauchte gar nichts, außer den Ball. Der Typ bringt einfach Star-Appeal zur Mannschaft. So viel Aufmerksamkeit hatten die Hornets lange nicht mehr. Wenn nicht noch nie. Jedenfalls nicht positiv. Und er verdient sich das auch mit seinen Leistungen. Er spielt mit den ansehnlichsten Basketball in der Liga. Er führt die Rookies in jeder größeren statistischen Kategorie außer den Blocks an. In jeder. Von der Bank hat er mich bereits überzeugt, aber seitdem er startet, hat er seine Produktion nochmal auf ein anderes Level gehoben. In seinen 18 Spielen als Starter legte er knapp 20 Punkte, 6 Rebounds und 6,6 Assists auf. Eine meiner größten Sorgen war ja der Dreier, aber damn, Bro, der Typ trifft 46% seiner Dreier, das ist absolut beeindruckend. Und damit rankt er auch in der 88er Percentile in der NBA. Auch seine Effective Field Goal Percentage ist in diesen Spielen mit knapp 56% im oberen Viertel der NBA. Der Typ beweist gerade allen Kritikern, dass er der beste Spieler des Drafts ist und dass er den Hype verdient hat. Es war die richtige Entscheidung, ihn starten zu lassen. Bei Graham fällt der Wurf dieses Jahr einfach gar nicht. Er legt dieses Jahr auch 13,5 Punkte und 5,6 Assists auf, aber bei deutlich schwächeren Quoten als LaMelo. Knapp 35% aus dem Feld sagen da schon einiges. Offensiv kann LaMelo Ball eigentlich alles. Er ist ein 6'8 Point Guard, der nach Belieben scoren kann und auf sein Passing sind wir bisher noch gar nicht eingegangen. Er macht das Passen einfach cool. Jeder seiner Pässe sieht irgendwie fancy aus und im Hintergrund seht ihr davon ein paar Beispiele. Das Ding ist, die kennt ihr wahrscheinlich alle schon, weil sich Bleacher Report und Co. ja nicht gerade zurückgehalten haben, seine Highlights zu posten. Was heißt eigentlich Highlights? Ich meine jedes seiner Plays. Also wirklich am Anfang der Saison haben sie ja wirklich jedes Play von ihm gecovert. Das ging mir selber gerade zu Beginn der Saison auch derbe auf die Nerven, aber hey, ist halt so. Nichtsdestotrotz ist er jetzt schon einer der besten Passer der Liga und es macht einfach Spaß ihm zuzuschauen und ich glaube, dass er eine große Zukunft in der NBA vor sich haben wird. Mindestens auf All-Star-Level. Das soll jetzt aber keine Analyse zu LaMelo Ball werden. Dazu hat Just a Kid from Germany letztens erst ein Video gemacht, das verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung, könnt ihr gerne auschecken dafür. Das sollte jetzt nur verdeutlichen, wie groß sein Anteil am Aufschwung der Hornets ist und wie er dazu beiträgt, eine neue Culture in Charlotte aufzubauen. Doch das Team hat mehr als nur ihn zu bieten, es gibt viele interessante Spieler, die dieses Jahr auf sich aufmerksam machen und denen Credit gebührt. Fangen wir mit Terry Rozier an. Und damit auch mit Michael Jordan quasi, der ausnahmsweise als Owner mal richtige Entscheidungen getroffen hat. Man hat sich dagegen entschieden, Kemba Walker einen Max Contract zu geben und das ist Stand jetzt die absolut richtige Entscheidung gewesen. Ich bezweifle, dass man was gewinnen würde, wenn er noch im Team ist. Also ich sehe das so, man kann ihn bezahlen und nicht gewinnen oder man spart sich halt das Geld und gewinnt genauso wenig. Stattdessen hat man ihn zu den Boston Celtics verschifft und als Gegenzug Terry Rozier bekommen. Und holy shit, am Anfang dachte ich, dass es einer der dümmsten Verträge in der NBA wird, aber Scary Terry liefert ab und der Typ hat anscheinend darauf gewartet, die größere Rolle zu übernehmen. Er kann neben LaMelo Ball in der Starting Lineup genau das machen, was er am liebsten macht.
scoren und das macht er dieses Jahr wahnsinnig effizient. Er legt aktuell über 20 Punkte bei 48% aus dem Feld und 43% von der Dreierlinie auf. Er hat aktuell einen der höchsten Effekte Field Goal, Midrange und Dreier-Percentages in der NBA und ist einfach die Definition von Clutch. Der Typ trifft dieses Jahr gefühlt jede Woche einen Game-Winning Three und da habt ihr definitiv auch schon gut welche gesehen. Der nächste Deal, wo ich mir zuerst dachte, what the fuck, ist der Deal von Gordon Hayward. Auch von den Boston Celtics dieses Jahr, aber auch hier war der Deal nicht allzu schlecht im Nachhinein. Also vielleicht verdient er ein bisschen weniger als den Max Contract, aber grundsätzlich performt er auch wie der beste Spieler des Teams. 21 Punkte, 5 Rebounds, knapp 4 Assists, auch bei über 48% aus dem Feld und über 41% von der Dreierlinie. Hayward performt besser, als ich es von ihm erwartet hätte. Und auch außerhalb des Spielfeldes ist er ein wichtiger Part. Er ist gut für den Locker-Room und durch seine Verpflichtung hat man auch ganz klar ein Zeichen gesetzt. Man findet sich nicht damit ab, eine Losing-Franchise zu sein. Man will Spiele gewinnen und das funktioniert bisher ja ganz gut. Wenn man ein Video darüber macht, wieso die Charlotte Hornets dieses Jahr ein Must-Watch-Team sind, darf man einen Spieler definitiv nicht außen vor lassen. Miles, ich springe höher als alle anderen und danke den Ball über dich, Bridges. Airbnb macht einfach Bock anzusehen. Der Typ ist safe einer der besten Dunker der Liga und hat die perfekte Chemistry mit LaMelo, der ihn mit Alley-Oops anspielen gerade so füttert. Auch er legt knapp 10 Punkte bei guter Effizienz auf und bringt eine gute Stimmung in das Team. Ach, und der Typ kann rappen, just saying. Das Team hat aber noch mehr nice Spieler. PJ Washington bringt einen Haufen von Potenzial mit, ein guter NBA-Spieler zu werden, legt aktuell auch über 12 Punkte auf und zeigt, was er kann. Vor ein paar Wochen hat er 42 Punkte aufgelegt und damit gezeigt, was in ihm steckt. Malik Monks Karriere war bisher eher weird. Es war einfach ein stetiges Auf und Ab, aber dieses Jahr legt er wohl die beste Saison seiner Karriere auf. Er gibt den Hornets gutes Scoring von der Bank und carried das Team die eine oder andere Nacht. Hoffen wir mal, dass er hier auch konsistent bleibt, was bisher das größte Problem seiner Karriere ist. Also unterschätzt dieses Team nicht. Wer von uns hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass man Bock auf die Charlotte Hornets hat? LaMelo ist das neue Gesicht der Franchise und er, Scary Terry, Miles Bridges, Gordon Hayward und natürlich die Kommentatoren machen dieses Jahr einfach Spaß und man hat Lust, Hornets-Spiele zu gucken. Man weiß einfach, es wird was Cooles passieren. Was haltet ihr von den Hornets? Glaubt ihr auch, dass sie eine rosige Zukunft vor sich haben werden? Ich hoffe, sie overpayen Devonte Graham nicht, dafür ist er einfach zu inconsistent und zu schwach aktuell aus dem Feld. Aber eine Rolle mit ihm als Sixth Man von der Bank, Rozier und LaMelo als die Starting Guards, Gordon Hayward und PJ Washington mit einem neuen und besseren Center in den nächsten Jahren, können, glaube ich, für viel Furore sorgen. Ich hoffe, da baut sich in den nächsten Jahren echt was zusammen und man etabliert sich tatsächlich als Winning Culture in der NBA. Die beste Lineup, die das Team statistisch gesehen dieses Jahr stellt, ist genau diese, dann halt mit Cody Zeller. Vor allem offensiv gesehen ist diese Lineup statistisch gesehen ganz, ganz weit oben in der NBA angesiedelt und die Gründe dafür haben wir ja bereits besprochen. Wenn die Franchise in den nächsten Jahren die richtigen Moves macht, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen soll. Das Zeug ist da, man muss nur das Richtige daraus machen. Eine Sache, die mich auch noch beeindruckt hat, ist, dass die ganzen Spieler, obwohl sie noch so jung sind und so viel Potenzial mitbringen, jetzt schon so competitive sind. Das sieht man einfach jedes Spiel, die Jungs wollen wirklich gewinnen. Das war's von mir, ich hoffe euch gefällt das Video. Wenn ja, dann lasst mal gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns das nächste Mal.